Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der heutige Antrag der Union gibt mir Gelegenheit, noch einmal den Blick der FDP auf das Thema Bezahlkarte zu beleuchten. Erstens, die Bezahlkarte macht vieles bequemer, schneller und einfacher, vereinfacht die Zahlungswege. Jetzt ist es noch so, dass regelmäßig um den Monatswechsel herum in langen Warteschlangen Leute viel Bargeld von den Ämtern abholen müssen, dann eine Familie viel Bargeld mit sich in die Gemeinschaftsunterkunft nehmen muss. All das kann einfacher und schneller gehen, wenn man die Bezahlkarte einführt. Soll es zu Verlust, zu Diebstahl kommen, kann man die Karte sperren. Also es macht vieles einfacher, bequemer, schneller und sicherer. Zweitens, die Bezahlkarte macht vieles zielgenauer und treffsicherer. Das Asylbewerberleistungsgesetz soll sicherstellen, dass Menschen ihren Lebensunterhalt für sich und ihre Familie sicherstellen können, in örtlichen Geschäften Güter des täglichen Bedarfs einkaufen können. Genau dazu ist dieses Geld gedacht, und niemand will, dass es zu anderen Zwecken quasi entfremdet wird. Denn das ist ein legitimes Anliegen, es ist Steuergeld, für das andere Leute hart arbeiten müssen, und diese Leute können erwarten, dass der Staat Sorge trägt, dass das Geld auch nur dafür eingesetzt wird, wofür es gedacht ist, zweckentsprechend und nicht irgendwohin überwiesen wird. Es soll eine reine Bezahlfunktion erfüllen, dafür, dass man seinen Lebensbedarf decken kann. Und wenn wir die Bezahlkarte einführen, ist diese Diskussion der Zweckentfremdung endlich mal vom Tisch, meine Damen und Herren. Und drittens, die Bezahlkarte ist nicht diskriminierend und sie ist nicht stigmatisierend. Ich kenne die Diskussion um die begrenzte Bargeldabhebungsfunktion. Da kann man ja örtlich differenzieren. Es gibt ländliche Regionen, das kenne ich aus eigener Anschauung, wo es vielleicht beim Bäcker im Dorf, beim örtlichen Friseurladen, beim Stehimbiss, im Second-Hand-Geschäft, das ich erwähnt habe, Kollege Audretsch, beim Busfahrer, das Pausenbrot in der Schule nicht möglich ist, mit Karte zu bezahlen. Ja, da kann man ja je nach örtlichen Gegebenheiten eine Teilabhebung dann ermöglichen, wenn man weiß, bei uns in der Region, in der Gemeinde und Landkreis braucht man noch ein bisschen Bargeld für gewisse Bargeschäfte des täglichen Bedarfs. Aber in größeren Städten ist es doch nicht mehr so. Da zahlt man alles mittlerweile mit Karte, machen wir alles so. Das diskriminiert niemanden und stigmatisiert niemanden. Von daher ist dieses Argument, glaube ich, auch nicht tragfähig, meine Damen und Herren. So, deswegen ist diese Idee, die ja übrigens die FDP auf den Tisch gelegt hat, so gut, dass Bayern es gar nicht abwarten kann, bis es endlich eingeführt wird. Kann ganz schnell gehen in Bayern. Und deswegen sieht man auch, es ist kein Bundesland gehindert, die Bezahlkarte einzuführen. Aber eine bundeseinheitliche, eine bundesweite Regelung für eine einheitliche Handhabungspraxis ist sinnvoll, um Rechtsunsicherheiten zu beseitigen, die auch bekanntermaßen in einigen unionsregierten Bundesländern noch nicht so ganz klappen. Nordrhein-Westfalen beispielsweise. Da klemmt es noch mit der landeseinheitlichen Einführung. Da ist dem Vernehmen nach Karl Josef Laumann, der Problembär der Union, und damit auch die Union über diesen Problembär hinwegkommen kann, wollen wir, dass in allen Ländern bundeseinheitlich die Bezahlkarte eingeführt wird. Dafür setzt sich die FDP weiterhin ein. Das geht aber nun mit dem Unionsantrag von heute auch nicht schneller. Von daher ist diese Debattenzeit irgendwie überflüssig, denn der Antrag bringt auch nichts Neues. Ich entnehme ihm keine innovativen Ansätze. Er zeigt nur eines: Henrik Wüst ist auch noch nicht weiter. Für die CDU-CSU-Fraktion hat der Kollege Maximilian Mörsenburg das Wort.